Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Das Blut meiner Familie floss durch das Herz Gottes. Als Gothams Venen sich mit Schmerz und Leiden füllten, konnte man die Auswirkungen überall spüren. Meine Reise dauerte über einen Monat. Ich ging wieder zur Arbeit, aber ich konnte die Bilder nicht aus dem Gedächtnis verbannen. Sie brachten das Tier zu mir, schamlos und bellend wie ein irrer Hund. Die Insel hat sich in den Jahren wenig verändert. Neue Ziegel, Metall und Farbe bedeckten alte Wunden. Der Mörder meiner Familie stand vor mir. Der Frühling war ein Wendepunkt, ein neuer Anfang. Mein wahres Schicksal wurde herrliche Realität. Ich lief auf meiner Insel herum. Ich stritt mit einer Gruppe junger, eifriger Ärzte. Die Polizei von Gotham schleppte einen neuen Patienten auf die Insel. Das Biest war zu stark. Die Wildheit dieses Tieres kostete mich fast das Leben. Jeden Tag empfand ich die Patienten als störender. Plötzlich hatte ich Gewissensbisse. Ich sah still zu, als er die Frau hereinbrachte.
Als ich in der Dunkelheit vor seiner Zelle saß, sah ich sein wildes Zucken und hörte die ekelhaften Wörter aus seinem Mund. Ich könnte mich selbst ohrfeigen. Wieder ertappte ich mich dabei, wie ich ihn ansah. Er sah zu, als ich in die Zelle kam. Das muss Crane sein. Noch einer, der es nicht verdient hat, zu leben. Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Mein Name ist Quincy Sharp, der Geist von Amadeus Arkham.